Hi und herzlich willkommen auf meinem geliebten Bücherblog. Heute leider mit einer Indoor-Folge. Ein Schneeschauer zieht durch die Lande und eigentlich ist mir überhaupt nicht nach Schnee, jetzt schon nach Ostern. Und dieser Schnee hat schon fast eine besinnliche, anmutende Ruhe. Und in dieser Zeit habe ich mir überlegt, eigentlich wollte ich ein ganz anderes Buch vorstellen und bin dann so in mich gegangen und habe gedacht, das geht irgendwie gar nicht, das kann ich jetzt. Das passt zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht besser. Und heute habe ich für dich Anam Kara dabei, der Seelenfreund. Und John O'Donohue versteht es in diesem Buch auf so wundervolle Weise, weil jedes Wort ist ausgesucht, das kannst du regelrecht spüren, dir den Seelenfreund und Seelenfreundschaften näher bringen. Und das ist doch alles, wie soll ich sagen, oder das ist auch was wir alle wollen. Also jeder möchte doch Verbindung haben, möchte seinen Seelenfreund finden und möchte eine tiefgreifende und liebevolle Beziehung führen. Zu sich selbst, zu den Menschen um sich herum und es wird immer einen Menschen an deiner Seite geben, dem du einfach, ja, der einfach dein Anam Kara ist. Deshalb ist das heute meine absolute Buchempfehlung und ich verstehe es auch immer so, dass wir mehrere Anam Karas haben können. Also du kannst natürlich auch mehrere Seelenfreunde haben und auf Seelenebene mit sehr vielen Menschen befreundet sein. Und bei mir ist es ganz oft so, dass die Klienten, die zu mir kommen, auch immer mit mir in irgendeiner Art und Weise in Verbindung stehen und ich natürlich auch mit meinen Klienten in Resonanz gehe, sonst wären sie nicht bei mir, ist auch klar. Und auch immer wundervolle Lernaufgaben für mich bereithalten. Und spätestens dann, wenn meine Klienten bei mir im Coaching sind und ich sie 3 Monate intensiv begleiten kann, spätestens dann werden diese Menschen bei mir auch zu Anam Karas. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem wundervollen, besinnlichen Buch, das sehr viel Tiefgang hat, der wirklich die Seele aus der keltisch-gälischen Sichtweise beschreibt und ich finde es unheimlich toll. Mir bringt es sehr viel Frieden, dieses Buch. Und ich wünsche dir, dass du auch beim Lesen dir diese kleine Auszeit gönnst und mal aussteigst aus diesem Tohu Wabohu, alles um dich herum und einfach das genießen kannst, ein bisschen eine Auszeit nimmst und dich darauf zurückbesinnst und auch deinen Anam Kara findest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut, bis dann, ciao.